Hallo, ist Corona. Ich brauche die Scheißkohle. So, Hallöchen, ihr Lieben. Schöne Grüße hier aus dem Quarantänehotel sozusagen. Wir haben wirklich keinen Fernseher. Die haben das da abgezogen. Kein Telefon, kein Handy. Ich erwische mich teilweise, dass ich das Handy manchmal verwirrend suche. Mein Kölsch ist auch alle. Und aus Langeweile fange ich schon an, meinen ganzen Körper einzucremen, wofür ich ja als Mama nie Zeit habe. Hier mache ich es. Und ich überlege sogar, ob ich meine Armhaare schon rasiere, weil ich so Langeweile habe. Hab's zwar mit Sport probiert, hab's. 5 Sit-Ups habe ich geschafft, danach habe ich dann noch in den DVD reingeschoben. Also, ein paar Fragen. Ja, ich war in Australien, praktisch im Dschungel. Ich bin auf Mallorca und jetzt ins Weltall. Warum? Warum ins Weltall? Ich wollte schon immer mal ganz hoch hinaus. Das war schon immer mein großer Traum, mal ganz hoch hinaus. Also ich fühle mich eigentlich relativ schnell irgendwo zu Hause, ob das Hotels sind oder ob das bei Freunden sind oder ob man nachts irgendwo mal nach einem Auftritt irgendwo schläft und solange es Bier gibt. Meine Stärken, deine Power, dein Herz oder mein Gehirn. Ich würde jetzt mal gar nichts von dreien sagen. Und ich habe ein ganz, ganz großes, liebes Herz. Einige lachen jetzt. Und ich habe halt extrem Power. Deswegen rocke ich das Ding da drin auch. Wie würde ich meine Mitbewohner sozusagen überzeugen, mich ins Weltall mitzunehmen? Das ist ganz einfach. Ich leide an Flugangst, ihr Lieben. Ich bin auch nicht ganz gerne da, wo es hoch ist. Und ich drücke gerne auf Knöpfe. Da kann keiner auf mich verzichten, oder? Mein Schlachtruf. Ja, was ich nicht unten kann bewegen, das werde ich oben anstreben. Das Geheimrezept für Feuerwerk in der Partnerschaft. Getrennte Wohnungen und Alkohol. Naja, ich bin seit 13 Jahren mit meinem Mann zusammen. Da bleiben eigentlich nur getrennte Wohnungen, dass man mal Bock wieder aufeinander hat. Und Frauen sind überhaupt nicht gut für Beziehungen. Ein kleines Liebes-ABC. Alkohol, Brüste. Cyankali wird nicht mit C geschrieben, oder? Ich darf sonst anderes sagen nach 13 Jahren. Also schon schwierig genug. Ich denke mal, ich werde natürlich die Rolle übernehmen, die viel kocht, viel macht und natürlich auch die Zeit irgendwie rumzubekommen. Also praktisch die Promi Big Brother Mutter. PBBM. So, was haben wir hier noch? Kannst du dir vorstellen, Verbindung, Freundschaften zu... Das ist ja immer so eine Frage. Man sagt ja drin, oh mein Gott, wir machen ein Lied zusammen. Oh mein Gott, wir bleiben forever, forever zusammen. Aus dem Auge, aus dem Sinn, sage ich immer. Außerdem bin ich ja da, nicht Freundschaft oder WhatsApp-Gruppen zu gründen, sondern um zu gewinnen. Hallo, ist Corona. Ich brauche die Scheißkohle. Also ich denke mal, alle, die ich da drinnen treffen werde, die werden mich kennen. Weil ich natürlich eine enorm bekannte Person bin. Vielleicht bin ich vielen auch einfach zu forsch und gehe einfach zu schnell an die Leute rein. So, blum, hier bin ich, hallo, erzähl mal und jetzt, nee. Und hier haben wir noch, was willst du ganz Besonderes vermissen? Ja, was werde ich vermissen? Die Kinder. Obwohl ich jetzt mal hier 3 Tage ausgeschlafen habe. Wen will ich auf keinen Fall treffen bei Promi Big Brother? Ich möchte weiterkommen und von daher soll mir halt keiner in die Quere kommen. So, das ist alles.